Ihr habt bestimmt alle schon von dieser komischen Ice Bucket Challenge gehört, nehme ich an. Und wir wurden gestern nominiert von unseren Freunden von Eskimo Callboy. Deswegen schon mal vielen Dank, ihr Idioten. Wir nehmen die Herausforderung natürlich an. Und allerdings machen wir das nicht wie gewohnt, weil natürlich geht das alles an eine sehr gute Sache und die Idee dahinter, was Gutes zu tun, ist natürlich großartig. Allerdings finden wir, sollte es nicht einmalig durch irgendeinen Facebook-Hype geschehen, sondern das sollten wir viel öfter mal in unseren Alltag einbauen. Und außerdem kann ich das nicht mit mir verantworten, dass das Geld an gewisse Tierversuche geht. Und deswegen... Dankeschön. Und deswegen kriegt Paul zwar trotzdem jetzt einmal Wasser über den Kopf, aber wir spenden das Geld an das Berliner Tierheim und an die PETA-Organisation zum Schutz der Tiere. So, aber jetzt zum eigentlichen Spaß. Ihr müsst ihn mal ein bisschen anfeuern, kommt schon. Schön. Wir müssen natürlich noch jemanden nominieren. Wir nominieren Havishal Byrne. So, ich glaube, jetzt müsst ihr. Wir nominieren Motionless in White aus Amerika. Ihr müsst auch. Und den EMP-Katalog. Ihr wart noch gar nicht dran. Ihr müsst als nächstes.